Moin Lotto! Und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Wir gucken, was für Kommentare in Timons Spam-Ordner drin sind. Woo! Ja, wunderschönes Intro. Sollte ich eigentlich mal beibehalten, oder? Was meint ihr? Gebt jetzt einen Like, wenn ihr wollt, dass ich auch das Intro beibehalte. Ach, welche repräsentativen Umfragen. Ja, folgende Kommentare habe ich wieder gefunden, wo ich mir dachte, woo! Geil! Zum Beispiel folgender. Sechster! Gut, dieser Kommentar ist ja prinzipiell erstmal normal. Abgesehen davon, dass man sich freut, der sechste Kommentar unter einem Video zu sein. Gut, wenn das die Leute glücklich macht. Ich meine ja, erster, zweiter, dritter, okay, das ist ja irgendwie noch ein Podiumsplatz. Sechster, gut. Ja, aber dann dachte ich, wow, diese große Errungenschaft, die der Typ da errungen hat. Grandios, grandios. Ja, und dann habe ich nachgeguckt und gesehen, sein Kommentar war der letzte von 35. Ja, das ist nicht unbedingt Platz 6. Wenn du denkst, du wirst Sechster, aber nur 35. wirst. Naja, wir lassen ihn einfach in dem Glauben. Das wäre ein bisschen blöd, wenn er dann irgendwann guckt und merkt, okay, mein Kommentar, dass ich Sechster bin, ist auf Platz 35. Vielleicht freut er sich auch darüber und dann kommen irgendwann Kommentare mit 35. Der nächste Kommentar stand unter meiner Twitter-Talk-Folge, wo es darum ging, was passieren würde, wenn YouTube kostenpflichtig werden würde. Die Leute würden auf Vimeo ausweichen, sonst nichts. Vidme gibt es nicht mehr. Ja, das ist richtig. Es hat zwar überhaupt nichts mit Vimeo und dem Kommentar zu tun, aber Vidme gibt es nicht mehr. Sehr gut erkannt, ja? Weitere tolle Aussagen nach diesem Konzept. Es gibt Marienkäfer mit 3 Punkten. Ich mag Flugzeuge. Heute Abend war es draußen kalt. Ich habe eine Suppe gegessen. Timon macht gute Videos. Timon ist unglaublich charismatisch und gut aussehend und witzig. Wer schreibt hier nochmal die Skripte? Ach, das bin ja ich. Das ist ein Zufall. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass der Kommentar überarbeitet war. Also, was hat er überarbeitet? Vimeo gibt es nicht mehr. Ah, fuck, das war die falsche Plattform. Egal, ändere ich einfach. Vidme. So, jetzt stimmt's. Oder, ja. Nee, keine Ahnung. Die Kampfkraft von Goku gleicht die Anzahl meiner Abos. Ja, ich dachte mir, okay, wow, das muss ziemlich krass sein. Und ich habe mal nachgeguckt. 2 Abos. Goku scheint kein starker Kämpfer zu sein, wenn seine Kampfkraft 2 besteht. 2 was? Kartoffelsäcke? Ich glaube, das hat sich der Entwickler von Dragon Ball auch anders gedacht, dass das irgendwie an die Abonnentenzahl von dem Typen gebunden ist. Naja, blöd gelaufen. Du erzählst die Geschichten so witzig. Ja, gut, dass das mal im Spam-Ordner landet. Das kann nicht angehen. Witzig, ein vernünftiger, sinnvoller Kommentar. Mit positivem Feedback. Ja, also, weg damit. Da muss der Spam-Ordner gnadenlos zuschlagen, ja? Wo würden wir denn sonst landen? Cooles Video. Mach weiter so mit deinen coolen Videos. Liebe Grüße, deine Marie. Als ich diesen Kommentar gelesen hatte, habe ich mich gefragt, okay, warum ist der eigentlich hier in diesem Spam-Ordner? Vor allen Dingen ist der ja einerseits nett und zum anderen ja überhaupt nicht schlimm. Keine Links, keine Eigenwerbung, nichts. Ja, dann habe ich mal nachgeguckt. Dieser Kommentar stand zum Beispiel unter der Tabu-Folge mit Rob Bubble und unter meiner Orakel-Folge und unter dem Video, wo meine Brille kaputt gegangen ist und unter der letzten Folge mit Kommentaren und unter vielen, vielen, vielen anderen Videos von mir. Immer der gleiche Kommentar. Was macht sie immer? Copy-Paste und dann einfach drunter klatschen? Notice me, Senpai! Ach, kreative Kommentare, die selbst extra für das Video geschrieben wurden. Schön. Naja, es ist halt nur ein bisschen blöd gelaufen, dass der Spam-Filter sagt, nö. Aber ich meine, es ist mittlerweile aufgefallen. Wahrscheinlich wird sie weitermachen. Immer und immer weiter. Wird sich nicht aufhalten lassen. Bis irgendwann. Ja, was will sie eigentlich damit erreichen? Ich weiß es nicht. Manche YouTube-Nutzer sind mir wirklich ein Rätsel. Ich habe mal nach Ewigkeiten wieder in meine privaten Nachrichten geguckt auf YouTube. Scheinbar gibt es diese Funktion noch. Früher hatte man das ja cool auf der Startseite, da hat man tatsächlich gesehen, wenn man eine Nachricht hatte. Und da habe ich eine Nachricht gefunden, die ist in der Tat schon etwas älter, so 9 Monate. Und die hat sich im Spam-Ordner meiner privaten Nachrichten befunden. Schau mal auf dem Kanal von Herrn Newstime. Stand 14.45 Uhr, 29.04.2017. Ja gut, das ist in der Tat schon ein bisschen länger her. Aber es hat mich doch ein bisschen verwundert, warum ist diese Nachricht in meinem Spam-Ordner gelandet? Und dann habe ich gesehen, anstößige Wörter. Ja, richtig gut, dass das mal hier ausgeklammert wird. Herr Newstime, wo kommen wir denn da hin? Achte auf deine Wortwahl, Freundchen. Diese anstößigen Wörter, wenn man sowas ständig lesen müsste. Ja, wo kämen wir da hin? Aber gut, dass YouTube erkennt, boah, das steht da drin, das
Phil, da mal lieber raus. Naja, es muss ja scheinbar wirklich auf der Liste der zu blockenden, anstößigen Wörter stehen, oder? Newstime, ey. Kleiner Schlingel. Aber man sieht, die Automatik funktioniert einfach. Ja, was sind eure Meinungen zu diesen ganzen Kommentaren? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Verbreitet ruhig das Video, teilt es mit euren Freunden und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Hier an der Stelle gibt es jetzt noch eine Endcard mit noch einem Video. Hier und hier könnt ihr kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Oder hier unten zum Beispiel. Das war's an der Stelle. Haut rein, bis morgen bei einem neuen Video. Tschüss.